Ja, und kaum ein Fest wird eigentlich so stark mit Tieren in Verbindung gebracht wie Ostern. Genau. Wenn man an Ostern denkt, denkt man automatisch auch ans Osterhaserl, oder? Ganz klar. Ganz klar. Das ist ein Bild natürlich einerseits für den Frühling, soll ein Frühlingsbote sein, auch wenn wir es wettertechnisch nicht wirklich merken. Nicht glauben. Und natürlich auch ein Fruchtbarkeitssymbol. Ja, aber das Thema Fruchtbarkeitssymbol spiegelt sich dann natürlich auch bei den Eiern wieder und somit auch bei den Hennen, die die Eier legen, also die Ostereier. Und das nächste Symbol zu Ostern, das nächste Tier, die Osterlampe ist unseres hier heute aus Biskuit. Genau, und um all diese Tiere und viele mehr kümmert sich unser Kaffeepuls-Tierarzt im Osterspecial. Osterhasen, Osterlämmer und Hühner. Zum Osterfest dreht sich alles um Tiere. Natürlich auch bei unserem Kaffeepuls-Tierarzt. Herzlich willkommen auf der Circle Sea Ranch zu unserem Osterspecial. Grüß euch, hallo. Hallo. Servus, hallo. Servus. Frohe Ostern übrigens. Ma, danke dir auch. Zu Ostern hat er seinen großen Auftritt, der Hase. Gerade jetzt hegen vor allem viele Kinder den Wunsch, ein Kaninchen zu Hause zu halten. Doch diese Entscheidung sollte nicht leichtfertig getroffen werden, denn die Nager sind anspruchsvoll und die Erfüllung ihrer Bedürfnisse mit einigem Aufwand verbunden. Sollten Sie sich dafür entscheiden, ein Kaninchen zu halten, ist besonders wichtig bei größeren Rassen, genügend freien Auslauf für die Kaninchen zur Verfügung zu haben, als auch ein Außengehege. Für die Wohnung empfehle ich persönlich nur kleinere Rassen wie die Zwergkaninchen. Sowohl drinnen als auch draußen sollten die Tiere unbedingt vor Zugluft geschützt werden. Flucht- und Versteckmöglichkeiten sind wichtig, um ihr Schutzbedürfnis zu erfüllen. Außerdem brauchen Kaninchen Kontakt zu ihren Artgenossen. Die natürlichste Form der Haltung wäre die Gruppenhaltung. Es ist jedoch individuell abzuwiegen, ob sich die Tiere untereinander auch verstehen. Im Idealfall sollten die männlichen, nicht kastrierten Tiere getrennt von den Weibchen gehalten werden, da die Damen sonst nie zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommt auch unser Kaffeepuls-Tierarzt nicht, denn im Stall müssen die Seidenhühner eingefangen werden. Obwohl sie durch die spezielle Beschaffenheit ihrer Federn nicht fliegen und somit flüchten können, eine heikle Mission. Diese Haushuhnrasse stammt aus Ostasien und fällt vor allem durch ihr puscheliges Federkleid auf. Und dieses hat in der Vergangenheit schon für so manche Verwechslung im Tierreich gesorgt. Die ersten Seefahrer, die diese Hühnerrasse entdeckte, dachte, es sei eine Mischung zwischen Huhn und Hase. Und vielleicht kommt daher, dass Hase und Huhn zu Ostern so populär sind. Seidenhühner sind zuverlässige Brüter, legen aber nur etwa 80 Eier pro Jahr. Ob diese bunten da allerdings auch dabei waren? Nachdem das Fangen der Hühner mehr oder weniger gut geklappt hat, darf sich unser Kaffeepuls-Tierarzt auch als Schafhirte versuchen. Scheinbar hat die Herde in ihm den perfekten Leithammel gefunden. Doch es sind vor allem die 3 Wochen alten Lämmchen, die seine Aufmerksamkeit erfordern. Wir sind heute zu Besuch bei den ersten Lämmern dieser Saison, kurz vor Ostern. Und zwar bei ganz besonderen, bei Lämmern von Kamerun-Schafen. Heute bei dieser Gelegenheit werden wir sie untersuchen und auch gleichzeitig taufen. Da sie keine Wolle haben, werden die genügsamen, aus Afrika stammenden Kamerun-Schafe oftmals mit Ziegen verwechselt. Es ist eine afrikanische Haarrasse. Wollschafe würden nicht in Afrika überleben können, aber auch der Winter, den macht es dem Kamerun-Schaf in Österreich überhaupt nichts aus. Darum erfreut es sich immer größerer Beliebtheit. Man muss es nicht scheren und es ist ein ganz toller Rasenmäher. Bevor die 3 kleinen Lämmer aber weiter die Weide erkunden dürfen, werden sie im Stall untersucht. Zu den gefährlichsten Erkrankungen bei neugeborenen Lämmern zählt die Lämmerlähme und eine Lungenentzündung aufgrund von einer Aufnahme von Fruchtwasser bei der Geburt. Die Lämmerlähme entsteht dadurch, dass der Nabel die Eintrittspforte für alle Erreger darstellt. Sprich, kurz nach der Geburt sollte der Nabel sofort desinfiziert werden und auch trocken bleiben, damit es gar nicht so weit kommen kann. Auch das Mutterschaf wird von unserem Kaffeepuls-Tierarzt durchgecheckt, um Entzündungen der Milchdrüsen auszuschließen. Bei einer Entzündung der Milchdrüsen ist das Gewebe sehr heiß, hart
und das Sekret ist eine sehr dickflüssige Substanz, die Lämmermeister nicht mehr trinken. Bei Mutter und Lämmchen ist alles in Ordnung, was auch an dem gesunden Appetit der Kleinen erkennbar ist. Und auch sonst zeigen sich Honigblüte, Butterblume und Krümel quietschvergnügt. Gott sei Dank sind unsere Osterlämmer fit. Infolgedessen frohe Ostern.